Und willkommen zu einem weiteren Part von Fortnite auf der Switch. Ja, was geht ab? Wir haben den Equalizer bekommen und zwar, weil wir geil sind und uns einen, ja, einen Tag lang die 14-Tage-Challenges angeguckt haben, eine Challenge gemacht haben. Ja, und das haben wir uns redlich verdient, würde ich sagen. Willkommen. Alle, die den Gleiter noch nicht haben, geht ins Spiel rein und gönnt euch. Also für alle, die, ja, komm. Das wird ja wohl jeder geschafft haben, ja? Alle die Leute, die wenigstens eine Daily Challenge gemacht haben, die haben sich den Gleiter, ja, verdient. Also loggt euch ein, holt euch den Gleiter. Jeder dürfte ihn eigentlich zu dieser Zeit bekommen haben, von daher gesehen. Gönjamin! So sieht's aus. Ja, wie ich es gesagt habe, Epic Games wird von den Fans angemeckert werden. Sie werden zerflamed werden. Scheiße, Bruder! Fuck, wo ist der? Hauen Sie rein, Sirius! Ja, wie ich es gesagt habe, Epic Games wird sowas von zerflamed werden von der Community, weil nicht alle den Gleiter bekommen haben. Ich meine, es ist auch vollkommen unmenschlich, ich habe das auch schon öfters gesagt, ne? So, es ist halt unmenschlich zu sagen, ja, die Challenges für 14 Tage Fortnite gehen irgendwie bis zum 1. Januar und ihr habt einen Tag Zeit, einen Tag, diese Challenges fertig zu machen. Einen Tag. Ja. Das ist viel zu unmenschlich. Das hat doch keiner geschafft, weil, so ganz ehrlich, es gibt Leute, die haben nicht die Zeit, an Neujahr Fortnite zu spielen, um dort die letzte Challenge zu machen. Und es gibt auch Leute, die kommen vielleicht am 2. Januar nach Hause und schaffen es halt eben auch nicht, die ganzen Challenges fertig zu machen. Gerade auch die 14-Tage-Challenge, um, ja, die 14-Tage-Challenge, um halt eben, lange Rede, kurzer Sinn, den Gleiter zu bekommen. Der Gleiter war ja, glaube ich, die Belohnung für den 14. Tag. Ja, ich habe es zum Beispiel nicht geschafft, wie man gesehen hat. Ich habe in einem Stream, ich würde nicht sagen gemeckert, aber mir hat es halt nicht gefallen, so, dass sich Epic Games denkt, nö. Die Leute, die jeden Tag Fortnite spielen, die kriegen den Gleiter und die anderen nicht. Ja, und dann war das Geheul halt eben groß bei der ganzen Community. Zu Recht. Kann ich vollkommen verstehen. Epic Games ist daraufhin zurückgerudert und hat gesagt, ja komm, hier. Habt ihr irgendwo recht? Hier habt ihr den Gleiter. Gönnt euch. Jeder, der die 14-Tage-Challenges gemacht hat, beziehungsweise wenigstens eine von ihnen, bekommt den Gleiter. So. Finde ich persönlich ein bisschen zu low. Ich finde, da hätten wenigstens 5 oder 6 oder 7 oder 10 Challenges gemacht werden müssen, um an den Gleiter zu kommen, weil der auch was Besonderes ist. Und jetzt gerade kriegt den halt jeder. Aber komm, egal. Hauptsache, ich habe den Gleiter. Und mehr soll mich hier nicht jucken. Ja. So viel dazu. Ja, der gute alte Gleiterbrutz. Man kennt ihn doch sicherlich. Jetzt habe ich ihn auch endlich. Ach, das Leben ist doch schön, oder? Geile Sau. Ja. Wunderschön. Sehr schön, ja. Mhm. So, bevor wir jetzt aber weitergehen und so... Oh, Junge, was ist denn hier los, Mann? Ist das der Raketenmodus oder so? Nein. Junge. Ich überlege, ihn auch mitzunehmen, aber das kann ich nicht tun. Brutz. Also heute wird hier auf jeden Fall übelst ausgerastet, ne? Wenn ich jetzt auch noch Raketen bekommen würde aus Munitionskisten und nicht nur aus Truhen, wo auch dann ein Goldraketenwerfer drin ist... Wäre das sehr nice. Und wenn ich nicht nur große Schildtränke, sondern auch kleine bekommen würde, wäre das auch geil. Aber, ja komm, dann, ja.
Scheiß drauf. Wir packen uns das Auto, müssen das auch echt losgehen. Weil sonst ist Feierabend und wir werden von der Zone erfasst oder vom Sturm. Und das wäre nicht so geil. Also moin. Aber letztendlich bin ich sehr froh, dass ich den Gleiter doch noch bekommen habe. Okay. Weil es mich halt schon sehr getriggert hat, so dass ich... Weißt du, ich hab 12 Challenges gemacht von 14 Stück und bekam ihn nicht, so, weißt du? Das ist halt... Das hat mich halt schon echt getriggert. Wobei es auch, glaube ich, so gewesen ist, dass generell jeder den Gleiter bekommt, der... Boah, wie war das nochmal? Ich glaube, Epic Games wollte den Gleiter sowieso an jeden rausgeben, aber sie haben, glaube ich, die Challenges zu früh gestoppt. Kann das sein? War das so? Ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie Epic Games gesagt hat, ja, jeder sollte den Gleiter bekommen. Oder besser gesagt... Aber wie war das nochmal? Ich glaube, es war so, dass Epic Games echt so von wegen gesagt hat, ja, die Challenges gehen bis zu dem und dem bestimmten Tag und sie haben irgendwie zu früh aufgehört oder so. Ganz genau weiß ich es aber nicht. Wer schießt da? Hallo? Sirius? Wo ist der? Den werde ich zermatschen, Alter. Also moin, es wird Zeit! Alles klar. Ja, wahrscheinlich hat er nicht mal vom Raketenwerfer Schaden bekommen. Aber okay. Das macht keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Aber okay. Aber okay. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Das ist halt typisch Fortnite. Kannst du nichts machen gegen. Aber ja, was ich auch ziemlich komisch finde, so seit mehreren Tagen gibt es irgendwie nur diese Challenges oder beziehungsweise diese Modi hier. Aus dem Tresor und Gruppenkeile. Kann man das auch mal switchen oder wie sieht das aus? Wir haben diese Modi jetzt schon seit 3 Tagen. Oder es geht auf die 3 Tage zu. Und es wäre halt auch mal nice, wenn, weiß ich nicht, der Modus hier geswitcht werden könnte, damit wir auch mal die etwas andere Modi bekommen, die auch ziemlich cool waren. Man erinnert sich zurück an diesen Eisklotz-Modus. So hieß er nicht, aber so nenne ich ihn jetzt mal. Da gab es ja einen Modus, wo du mit Eisklötzen an den Füßen rumgelaufen bist und du hattest quasi Ballons gehabt. Und ich glaube sogar auch Greifer. Wie wär's denn mal mit Demos? Den gab es ja auch nur einen Tag in Fortnite und es wäre auch ziemlich nice, den mal öfter zu haben. So, wisst ihr, was ich meine? So als, weiß ich nicht, kurze Randinfo, ja? Aber okay, naja, gut. Vor allem, da Epic Games ja auch gesagt hat, dass sie mehr Modi aus dem 14-Tage-Fortnite-Event reinbringen wollen, habe ich jetzt nicht viel von gesehen. Die einzigen Modi, die wir jetzt hier gesehen haben, sind, naja, aus dem Tresor. Ist ein cooler Modus. Und Gruppenkeile. Ist auch ein cooler Modus, aber wie wäre es denn mal mit Switchen? So. Ich meine, wenn sie schon sagen, ja... Wir haben vor, weil es so schön war, nochmal die alten Modi auszupacken, die es in den 14-Tage-Fortnite-Events gab. Ja, davon haben wir jetzt 2 gesehen. Können wir auch mal switchen oder wie sieht das aus? Naja, gut. So ist das dann wohl. Meine leckeren Brots. Aber egal, wir haben aus dem Tresor schallgedämpfte Maschinenpistole. Das schmeckt. Ich hoffe, hier ist keine Leck reingerannt. Ich meine, es ist tilted. Ich werde eh gleich sterben. Aber ja.
Das Video sollte eh nur so als Information dienen, von wegen, hey Jungs, Mädels, guckt mal, der Equalizer Gleiter ist da, also lockt euch ein, bevor er, ja, nicht mehr zu bekommen ist. Da das Ganze schon wirklich ein sehr geiles Item ist, muss ich sagen, ja, Mann. Oh Gott, Alter, die taktische Maschinenpistole, Die taktische Maschinenpistole, meine Bruts. Ah, da kommen Zeiten auf, nicht wahr? Ich glaube, die Truhe ist hier unten. Lass mal runtergehen. Meine lieben Siriusse. Yeah. Okay. Wie wär's jetzt mal mit einem Trank oder so? Das kotzt halt auch ein bisschen an. Dass es, glaube ich, in aus dem Tresor nur große Schildtränke gibt und keine kleinen. Das ist auch richtiger Trigger. Scheiße, Bruder! Ach, komm schon. Weißt du, man hört die alle nur mit der taktischen Maschinenpistole rumschießen, Alter. Als würde es nichts anderes geben. Ah ja, guck mal, da geht... Ja, ja, Moinsen. Ja, bekrieget euch, ihr Schweine. So, bekrieget euch. Ich bin nur hier, um mir einen Trank zu holen. Ja, lecker. Wenn es hier welche gibt, ne? Ich sehe jetzt nichts. Ah, guck mal. So. Wir können auch sofort reinpfeifen, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es aus dem Tresor auch kleine Schildtränke gibt. Ich habe jedenfalls noch nie einen gesehen. Also entweder habe ich das übelste Pech, was das angeht, oder es gibt halt echt keine Tränke, keine kleinen Tränke aus dem Tresor. Kann alles sein, ja. Also die hole ich auch noch kurz, die Truhe. Die ist doch hier drin. Yeah. Nice Tendo, meine Siriusse. So, jetzt lassen wir runtergehen. Hier laufen ja noch einige Lelex rum. Die wir klatscherisieren müssen. Oh, taktische. Ja, komm, ich geh mal wieder back to the roots. Scheiß mal auf die Pump, ich geh auf die Tactical. Die schmeckt. Wenigstens. Ach, Raketenwaffe. Natürlich. Scheiße, Bruder! Ja, ich werde jetzt eh sterben. Ja. Nein! Nein! Scheiße, Bruder! Fuck, keine Falle. Ich hab keine Falle. Fuck. Der scheiß Typ da oben, Alter. Da hatte ich ihn aber auch echt die Ehre genommen. Die alte Sau. Okay, ich würde sagen, wir packen uns die Impulsgranate und ziehen dann von dannen, Bruder. Die machen ja echt alles kaputt, Alter. Hauen sie ab. Lol. Kommen Sie heran. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Wer da sich durchgeglitscht hat. Ist das nice. Ich kotze.
kam ja gerade gar nicht klar. Junge. Oh, Junge, Alter, ich krieg's nicht. Scheiß drauf! Wo ist der? Der ist da, der ist da, der ist da. Ach, jetzt ist er auf das Dach gegangen. So ein Dreckschwein. Kommen Sie heran. Ich meine, das ist eh so ein Mario Maker Bauprofi. Da werde ich voll verkacken gegen. Ah, der ist direkt hier, der ist direkt hier, ja. Ja, okay, alles klar, macht der taktische Maschinenpistole, hast keine Chance, hast keine Chance. Na gut, hauen Sie rein und Feierabend, Brudingos. Machen Sie es gut, je. Yeah.